Marc Greter, COO von Zaxis. Marc, ihr bei Zaxis versucht, Werbetreibende und Publisher miteinander zu verbinden, um eine gewisse Reichweite zu erreichen. Allerdings nicht irgendeine Reichweite, sondern ihr wollt natürlich spezifische Zielgruppen ansprechen. Wie schafft ihr das mit Zaxis? Ja, im Wesentlichen ist es eine Kombination aus vier Elementen. Das eine ist, wir brauchen Daten über Nutzer. Das heißt, wir müssen also wissen, ob du dich zum Beispiel gerade für ein neues Parfum interessierst oder für neue Bluse. Das zweite ist, wir brauchen Inventar vom Publisher. Wir haben dazu auch eine eigene Technologie gebaut, die uns ermöglicht, dieses Inventar mit den Daten, die wir Nutzer haben, eben zu verknüpfen. Und als vierte Komponente ist, wir brauchen eben die Menschen in unseren Ländern. Wir haben inzwischen Offices in 32, die tatsächlich dann auch die Maschine betreiben können und die in der Lage sind, tatsächlich die Werbung so auszuliefern, dank der Daten, dank der Technologie, dank der Mediapartner, dass wir eben genau nur die erreichen, die wir auch erreichen wollen. Also Online-Werbung braucht auf jeden Fall jede Menge Daten, auch über mich als Nutzer. Ihr sagt doch auch auf eurer Homepage, wir glauben, eine bessere Erfahrung im Netz schaffen zu können, indem wir etwas über unsere Nutzer wissen. Wenn ich jetzt sage, ich will aber gar nicht, dass ihr was über mich wissen könnt, wie würdest du jetzt versuchen, mich zu überzeugen, dass das doch eine bessere Erfahrung im Netz für mich bedeutet? Also einmal ist wichtig zu sagen, wir respektieren es natürlich. Sprich, wenn du sagst, du möchtest partout nichts von dir preisgeben, dann ist dem so und dann ist es auch so akzeptabel. Das heißt aber auch in Konsequenz, dass du halt auch sehr viele Werbung siehst, die dich überhaupt nicht interessiert. Und möglicherweise auch, dass du für den Inhalt, den du konsumierst, online auch mehr bezahlen musst. Das heißt, mit Werbung geht es ja letztendlich darum, das Internet frei zu halten. Das heißt, eine unserer Kernaufgaben ist auch tatsächlich, dafür zu sorgen, dass das Internet kostenfrei bleibt. Gleichzeitig wollen wir aber auch die Menge an Werbung, die du konsumierst, minimieren. Und das schaffen wir, indem wir eben dir nur die Werbung zeigen, die für dich relevant ist. Im Idealfall würdest du die Werbung auch gar nicht mal als solches identifizieren, sondern würdest sagen, hey, das ist eine relevante Information, die interessiert mich. Super, dass ihr mir die gerade jetzt bereitgestellt habt, weil ich bin gerade jetzt zum Beispiel dabei, mir ein neues Auto zu kaufen und brauche genau deswegen jetzt die Information über den neuen Golf. Also Werbung will nützlich sein. Wie klappt das denn bei dir schon? Klappt das ganz gut, dass du auch manchmal ein Banner anklickst, was dir angezeigt wird? Oder denkst du dir auch, wie sind die jetzt, welcher Algorithmus hat denn jetzt das auf meine Startseite gebracht? Auf jeden Fall. Wobei der Klick eines Banners ist sicherlich das einzige Messkriterium für eine erfolgreiche Werbekampagne, sondern es geht auch viel mehr darum, wie kann ich zum Beispiel die Awareness, also die Markenbekanntheit für eine Werbung steigern. Ne? Und demzufolge ist es auch bei uns so, dass es in vielen Fällen gar nicht um einen Display-Banner geht, sondern es geht sehr viel darum, wie kann ich zum Beispiel Videowerbung ausliefern. Aber wie gesagt, nicht an irgendjemanden ausliefern, sondern nur selektiv in kleiner Dosis an die Nutzer, die sich sehr wahrscheinlich für diese Videowerbung auch interessieren. Du wohnst jetzt seit einigen Jahren auch in den USA, das heißt, du kennst auch das Werbebusiness da, kannst es ganz gut vergleichen. Gibt es da große Unterschiede? Ich glaube schon. Also zum einen ist es in Amerika so, dass die Amerikaner sehr viel offener sind für neue Ideen und sie probieren es. Und gerade in unserer Branche, die sich auch sehr, sehr schnell entwickelt, hilft dieses, weil man kann schwer voraussagen, was ist in ein, zwei Jahren. Und wenn man deswegen einfach mal 10 Ideen in die Luft wirft, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass eine Idee auch zum Fliegen kommt, relativ hoch. Versus in Deutschland, wir hinterfragen sehr viel, sind sehr kritischer, analysieren Dinge sehr, sehr gründlich und haben vielleicht dann eben nur eine Idee, die wir ausprobieren. Wenn die Idee dann die richtige ist, dann haben wir sicherlich im Vergleich zu den Amerikanern einen großen Vorteil, weil es halt eben stärker durchdacht ist. Aber die Wahrscheinlichkeit, dass die eine die richtige Idee ist, ist halt immer noch bei 1 zu 10. Und in welchen Bereichen sollte man vielleicht mehr ausprobieren, wenn du dir genau das von dem Werbemarkt in Deutschland wünschst? Also in vielen Bereichen. Es geht jetzt bei dem Thema Technologie, es geht bei dem Thema Daten, es geht auch zum Beispiel das Thema Investitionen in Technologie. Auch da, glaube ich, sind wir in Deutschland sehr, sehr konservativ und wundern uns dann, warum uns dann die großen Firmen amerikanisch basiert, wie auch wir Zaxis, dann einfach davon eilen. Also ich glaube, ein relativ großes Spektrum, wo wir einfach als Deutsche einfach viel, viel offener und risikobereiter sein müssen. Aber es ist vielleicht auch gar nicht so eine schlechte Strategie, einfach abzuwarten, was die Amis alles ausprobieren und dann einfach das, was da funktioniert, rübernehmen und bei uns adaptieren? Theoretisch ja. Das einzige Problem ist in unserer Branche, dass letztendlich Volumen und Skalierung notwendig ist. Und wenn eben einer in Amerika bereits eine Idee ausprobiert hat und die auch dann greift, kann er mit dem großen amerikanischen Markt entsprechende Skaleneffekte nutzen, Economies of Scale. Und wenn ich dann warte und dann erst in Deutschland anfange, dann sind einfach meine Volumina so viel kleiner,
dass es schwer ist, dann ein Produkt auf den Markt zu bringen zu ähnlich geringen Stückkosten. Danke, Marc. Dann hoffe ich mal, dass man das demnächst ein bisschen mehr ausprobieren angesagt ist, auch in Deutschland. Ich hoffe. Zum Abschluss würde ich noch ganz gerne wissen, wie digital du eigentlich unterwegs bist. E-Book oder Taschenbuch? Ganz klar E-Book. Tageszeitung oder Tablet? Tablet. CD oder Musikstream? CD. Da noch CD, okay. Online? Oder eher MP3, aber MP3. Im Sinne von... Dir gehören die Daten noch. Ja. Online-Shop oder Stadtwohnung? Online-Shop. Spiegelreflex oder Instagram? Weniger Instagram. Telefonkonferenz oder Google Hangout? Telefonkonferenz. Postkarte oder Snapchat? Zweiteres. Marc, danke, dass du hier warst. Ich wünsche dir eine schöne Zeit auf der Demexco und eine gute Heimreise. Dankeschön. Fall.